Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache hatte im Ibiza-Video prahlerisch angedeutet, wie man Parteispenden mit entsprechenden Umgehungskonstrukten am Rechnungshof vorbeischleusen könne. Wie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bestätigt, dürfte die Suppe allerdings zu dünn sein. Und bestätigt nun, dass in diesem Zusammenhang nun nicht mehr gegen Strache, gegen dessen einstigen Clubchef Johann Gudenus sowie den Ex-Nationalratsabgeordneten Markus Czank ermittelt werde. Im Fokus der Ermittler standen die Vereine Patria Austria, Austria in Motion, Wirtschaft für Österreich und das Institut für Sicherheitspolitik. Laut einer Benachrichtigung an die Rechtsvertreter der Betroffenen besteht, Zitat, kein tatsächlicher Grund zur weiteren Verfolgung. Die Staatsanwaltschaft will auch ihre Konten öffnen. Wären Sie bereit, die Konten offenzulegen? Überhaupt kein Problem damit. Ich sage, ich bin ja der transparenteste Mensch dieser Republik. Die sollen meine Konten öffnen, die sollen alles auch entsprechend überprüfen und werden sehen, dass alles auch korrekt seinen Weg genommen hat. Ich habe mich in diesen Fragen überall und immer nachweislich korrekt verhalten. Und so gesehen bin ich, empört ist vielleicht falsch, aber natürlich ist es empörend, aber teilweise vielleicht sogar schon wieder, wenn es nicht so traurig wäre, auch wieder belustigend, in welcher Art und Weise man da agiert. Ja. Im Gegensatz zur Causa Vereinsspenden werde in Jena zur Postenbesetzung bei den Casinos Austria jedoch noch weiter ermittelt, heißt es von Seiten der WKSCA. Hier stehen wiederum Strache Gudenus, aber auch Ex-Finanzminister Hartwig Löger im Visier der Justiz.